Europa ruft. Unter diesem Motto haben sich 55 Neugierige aus Mecklenburg-Vorpommern im September auf eine Bildungsreise gemacht. Das Ziel Straßburg. Neben der belgischen Hauptstadt Brüssel, Sitz des Europäischen Parlaments. Brüssel und Straßburg, für viele Deutsche sind diese Städte Inbegriff von bürokratischen Apparaten, die Europa für den Einzelnen nicht gerade fassbarer machen. Werner Kuhn, für die CDU seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, hat diese Exkursion möglich gemacht. Ich habe noch gar keine Ahnung. Also lass mir einfach auf mich drauf zukommen. Dann werden wir mal gucken, was dabei rauskommt. Mich interessiert, etwas zu erfahren über die außenpolitische Rolle der Europäischen Union, gerade jetzt in diesem Konflikt innerhalb Europas, die Krise in der Ukraine. Wie verhält sich die Europäische Union und welche Möglichkeiten hat sie, Maßnahmen zu ergreifen? Sie ist ja auch angerufen worden, Hilfe zu leisten. Wie wird diese Hilfe aussehen? Ja, für mich ist es einfach mal interessant zu sehen, wie die Europaabgeordneten dann ihren alltäglichen Arbeitstag leisten, um sich das einfach mal anzugucken. Das sind die Erwartungen, um zu schauen, was kann man vielleicht auch in die Kommunalpolitik mit rübernehmen. Wie sieht das da aus? Welche Schnittpunkte gibt es da? Ich fahre ja zum dritten Mal nach Straßburg und es ist eben eine sehr schöne Stadt. Natürlich auch mich interessiert natürlich auch das Europäische Parlament, weil ich auch 7 Jahre für Herrn Kuhn, 7 Jahre nicht insgesamt, aber erst für Professor Gomolka gearbeitet habe und dann jetzt für Herrn Kuhn und jetzt eben raus bin nach 7 Jahren. Ich habe schon die Parlamentsarbeit in Schwerin und in Berlin kennengelernt und auch da gibt es schon signifikante Unterschiede. Und mich würde jetzt einfach mal nur interessieren, wie ist da nochmal der Unterschied von Schwerin und Berlin nach Straßburg? Und wie arbeiten die Parlamentarier da nochmal anders? Man kennt ja einiges aus dem Fernsehen und dass die Anwesenheitsdisziplin wohl nicht so hoch sein soll. Und da möchte man sich ja dann selber mal überzeugen, wie das dann in der Realität so ist. Von Schwerin nach Straßburg sind es gut 800, von Torgelow fast 1000 Kilometer. Eine Reise quer durch Deutschland. Häufige Pausen gestalten die weite Fahrt erträglich. Sympathische Busfahrer mit heimatlichem Humor tragen ihren Teil dazu bei. Die Organisation der Reise hatten die Mitarbeiter der Büros von Werner Kuhn in Schwerin und Ribnitz-Damgarten übernommen. Jeder Europaabgeordnete hat zweimal im Jahr die Möglichkeit, Bürger aus seinem Wahlkreis ins Europaparlament einzuladen, so dass wir also das organisieren, dass zweimal wir mit einem Bus voll Leuten nach Straßburg fahren, ihnen die Möglichkeit geben, die Arbeit des Europaparlaments kennenzulernen, die Arbeit des Abgeordneten kennenzulernen und so zu sehen, was in Europa wirklich passiert. Ankunft in Cork, noch auf deutscher Seite. Hier ist die Unterkunft preiswerter als in Frankreich. Und doch ist Straßburg nur noch einen Steinwurf entfernt. Am nächsten Morgen geht es ins Europäische Parlament. Hier empfängt Werner Kuhn seine Gäste mit Vortrag und Diskussion. Kuhn arbeitet im Verkehrs- und Fischereiausschuss und macht sich hier für die Interessen seiner Heimat stark. Der gebürtige Zingster hat eine bewegte Karriere hinter sich. Er studierte Schiffstechnik in Rostock und begann seine politische Laufbahn nach der Wende als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Als Landrat, Bundestag und Landtagsabgeordneter mit Ausflügen in die Wirtschaft schaffte er 2009 den Sprung ins Europaparlament. Kuhn ist ein Verfechter engagierter Kommunalpolitik. Hier beginnt für ihn Demokratie und genauso auch Europa. Wenn Sie wirklich mal hier gewesen sind, hier diskutiert haben, auch die geschichtlichen Hintergründe Europas nochmal sich haben durch den Kopf gehen lassen, die ja kriegerische Auseinandersetzungen in Größenordnung waren und da ist Straßburg und das Elsass ja immer so ein Spielball der Großmächte zwischen Deutschland und Frankreich gewesen in allen Kriegen, die davor waren und immer Retourkutschen gewesen. Und viele sind wirklich auch glücklich und mit Tränen in den Augen und sagen, wir möchten, dass unsere Kinder und Enkel das nicht mehr erleben müssen, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg an Flucht und Vertreibung hatten. Und
Und auch, dass wir uns wirtschaftlich gut etabliert haben. Dann wurde es richtig spannend. Auf der Besuchertribüne des Europäischen Parlamentes erlebten die Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern eine Debatte zum Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit der Ukraine. Auch Werner Kuhn nahm teil. Wenige Stunden später sollte das Abkommen mit der Ukraine vom Europäischen Parlament verabschiedet werden. Gleichzeitig wurde in Kiew abgestimmt. Eine historische Stunde Europas, selbst wenn das Abkommen durch Zugeständnisse an Russland stark ausgedünnt wurde. Straßburg erlebten die Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern von seiner schönsten Seite. Ein warmer Spätsommertag und eine Stadt, die deutsch-französische und europäische Geschichte atmet. Es dann schon wieder Abschied nehmen. Abschied von einer der schönsten Regionen Europas mit vielen bleibenden Eindrücken. Das Fazit der Organisatoren war eindeutig. Diese Touren kommen sehr gut an. Wir haben also relativ großen Zuspruch, also so, dass wir teilweise lange Wartelisten haben, um die Bürger hier mitzunehmen nach Straßburg. Und ich glaube, jeder, der hier diese Fahrt mitgemacht hat, hat doch kennengelernt, dass Europa nicht nur Beschlüsse fasst, die den Biegungsgrad der Banane festlegen, sondern eben auch wirklich Arbeit geleistet wird, die für die Menschen wichtig ist. Und die Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern? Also ich war sehr überrascht von der Größe überhaupt des Europäischen Parlaments, von den Räumlichkeiten, die auch die Abgeordneten, aber auch die Leute, die dort arbeiten, auch von der EU und die Presse und so weiter, was denen da zur Verfügung steht, es wirkte für mich so wie so eine kleine Stadt, die so selbst pulsiert und wo man eigentlich gute Bedingungen hat, um zu arbeiten. Vor allen Dingen war es interessant, die Arbeit des Europäischen Parlaments live zu erleben. Es ging um ein sehr aktuelles Thema, Ukraine, was uns ja alle sehr stark tangiert, auch interessiert. Es war interessant, die zum Teil unterschiedlichen Meinung dazu zu hören. Ich fand es sehr interessant und informativ. Mich hat ganz stark beeindruckt, wie das Parlament dort in dieser Abstimmung oder sagen wir mal die Aussprache war das ja zu dem Assoziierungsabkommen, wie sie so Argumente in eine Minute reingepackt haben. Und das fand ich einfach sehr interessant und fesselnd, wie diese Abläufe dort sind und auch die Dolmetschertätigkeiten. Also es war für mich so, dass ich jetzt eben sagen kann, ich weiß ein Stück weit, was in diesem Parlament auch geht und wie es läuft. Ich hatte wenig Vorstellung davon, aber jetzt bin ich beeindruckt gewesen von dem gewaltigen Gebäude, von der Organisation, vom Umfeld, Arbeitsweise, inwieweit man das überhaupt beurteilen konnte in dem kurzen Zeitraum. Aber es hat mir viel gebracht und hat mich echt auch zum Nachdenken gebracht über die Wirkungsweise dieses Parlamentes. Als ganz normaler Fernsehzuschauer kann man ja nicht hinter die Kulissen schauen. Das ist schon mal ganz interessant. Oftmals denkt man ja, was sind das für Schnarchnasen, was kommt dabei raus. Ne? Aber
man sieht ja auch nicht die Arbeit, die dahinter steckt eigentlich. Ne? Und das war schon mal interessant. Ne? Und das Rahmenprogramm hier rundherum natürlich bombastisch. Bleibt festzustellen, diese Reise war ein Erlebnis. Allein den Alltag einer europäischen Stadt wie Straßburg zu erleben, zeigt, dass Europa Sinn macht. Und schauen wir dann mit geschärftem Blick auf Mecklenburg-Vorpommern und sehen, wie viel europäische Mittel in den letzten 25 Jahren in unser Bundesland geflossen sind, dann können wir trotz aller Zweifel feststellen, Europa ruft nicht nur, Europa lebt.